Hallo ihr Lieben, und da bin ich wieder, eure Walburga von der schönen Heldin, und ich begrüße euch heute zu unserem Fashion Talk mit dem Thema Basics, die jeder Kleiderschrank haben sollte, die natürlich farblich etwas zurückhaltender sind, weil ich werde ja immer wieder auch mal gefragt, ne, ist denn immer so bunt angesagt? Muss ich denn immer bunte Sachen tragen? Kann ich nicht auch mal zwischendurch ein bisschen Understatement machen? Natürlich gibt es bei McCain auch ganz, ganz, ganz viel Understatement. Ja, und für alle, die mich nicht kennen, möchte ich euch natürlich auch begrüßen, weil wir so viele neue Zuschauer bei YouTube haben. Mein Name ist Walburga Sünnen und ich bin Kleiderschrankstrategin und Kleiderkonzeptstrategin. Das heißt also, ich bin die Kümmererin meiner Kunden in deren Kleiderschrank. Ja, und habe hier in den McCain Store in dem schönen Brohltal in Niederzissen. Ja, und bin natürlich auch Farb- und Stilberaterin, Kosmetikerin, Visagistin und alles, was man für meinen Beruf halt eben einfach auch braucht. Und jetzt möchte ich aber ganz schnell zum Thema kommen, nämlich für unsere Basic Business Outfits. So, da fangen wir als erstes mal an mit einer schönen, gepflegten Jeans. Die zeige ich euch mal. Sie sind ja wenig gestoned, gewascht, sondern sie sind einfach gepflegt, weil die Kundin sagt, ich möchte einfach zu meinem Blazer, zu meiner schönen Bluse mal wirklich eine gepflegte, schöne Jeans, die ich auch jederzeit ins Büro tragen kann. Da habe ich einmal dieses Modell, was also sehr schön ist und halt eben einfach sehr, sehr gut aussieht. Wir haben sie angezogen gesehen. Ich zeige es euch schon mal von Weitem. Und dazu dann auch noch die dunkelblaue Form. Die eine Kundin mag es ja gerne hell, die andere mag es gerne dunkel. Kommen noch mal ein kleines bisschen näher. Hinten sehr, sehr schön mit dem goldenen Stitching von McCain drauf und dem mega schönen goldenen Knopf. Den finde ich natürlich auch mal besonders schön. Und ihr seht, McCain hat neue Knöpfe und die Hose ist für alle die Kunden, die gerne auch mal das schöne Dunkelblau tragen, eben richtig schöne Basic, ohne, wie ihr seht, verwaschen zu sein, ohne gekrabbt oder gebürstet oder wie auch immer man das alles nennen mag, sondern einfach nur schöne Jeans. Und dann gibt es natürlich auch eine schöne Basic-Hose, die man ganz leger trägt, in einem ganz leichten Material. Das ist für die Kundin, die gerne auch Gummizug hat, die im Büro halt eben sagt, okay, ich möchte am Bauch es gemütlich haben. Was willst du? Umdrehen, sagt sie. Umdrehen, euch die Hose von hinten zeigen. Also das ist eine Schlupfhose mit kleinen Seitentaschen, wie ihr seht. Mega gemütlich, ganz, ganz tolles, sehr, sehr schönes Material auch. So, und das ist auch das, was man jeden Tag eigentlich im Büro anziehen kann und man auch nichts falsch machen kann. Und last but not least, unsere Lederlegging. Es gibt ja manchmal bei McCain mehrere verschiedene Formen von Lederhosen. Einmal habe ich euch schon vor ein paar Wochen die schöne rote Lederhose gezeigt. Das hier ist jetzt allerdings eine Basic Legging, die man auch mit etwas oben drüber trägt. Die gibt es in schwarz und dunkelblau. Und da braucht ihr natürlich auch ganz wichtig ein langes Oberteil drauf, weil die muss schon schön knacke eng und gut sitzen. So, und von daher ist es einfach schöner, wenn der Schritt auch bedeckt ist. Und ich mache es manchmal mit einer sehr, sehr schönen Bluse oder mit einem längeren Pullover. Hier zeige ich euch jetzt mal eine sehr schöne Business-Bluse. Ich muss mal immer Regieanweisung, immer weiter zurück und nebeneinander. Aber die Hose habt ihr ja schon gesehen. Ich zeige euch jetzt die Bluse und wie es miteinander aussieht. Und dass auch da für viele wichtig der Schritt bedeckt ist. Und die Bluse hat wieder so McCain-typische, mega schöne Details, wie ihr seht. Mega schöne Steppung hier oben. Und hat dann auch am Arm immer was Besonderes. Hier ist sehr, sehr edel in Biesen gelegt. Dann mit diesen wunderschönen Knöpfen. Höher, mein Arm ist zu kurz. Damit ihr alles sehen könnt. Eine schöne verdeckte Knopfleiste. Das ist die Basic-Bluse für den kommenden Winter, weil, warum? Weil ihr natürlich darüber euren super schönen Pullunder tragen könnt, den ihr hoffentlich bald alle in eurem Schrank habt. Also eine schöne Basic-Bluse, auch ein sehr schönes Material, ein bisschen Stretch-Anteil drin. Ich gucke mal, ist auch jede Menge, oder zumindest, ich will jetzt nicht übertreiben, 5% Elastan drin, 75% Baumwolle, also auch ein sehr schönes Material und wie ihr seht, sehr, sehr gepflegt. Passt zu alle vier Hosen, überhaupt gar kein Problem. So, und dann ganz neu in der Kollektion bei McCain sind unsere neuen Essentials, also auch Basic-Programm, was es immer zu kaufen gibt. Da gibt es das wunderschöne Twinset.
Ich halte euch das jetzt mal nebeneinander. So rum. Nee, du solltest noch einen Schritt zurück. So, Schritt zurück. Damit ihr das sehen könnt, selbstverständlich könnt ihr das Pullover schon einzeln tragen. Ihr könnt natürlich die Jacke kombinieren, auch mit vielen, vielen anderen Teilen. So, und zusammen ist es ein schönes Twinset. Und Twinsets sind ja für die kommende Saison, es gibt es in Creme, in Schwarz und in Dunkelblau. So, und für die kommende Saison ist natürlich ein Twinset angesagt. Da könnt ihr immer mal wieder einen schönen Krawattenschal aus eurer Schublade nehmen. Oder auch selbstverständlich mal wieder ein schönes Tuch jetzt zum Herbst. Also ein sehr, sehr edles Basic, ein sehr, sehr schönes Basic und natürlich auch sehr angezogen fürs Büro, ohne dass man jetzt overdressed, underdressed oder underdressed ist. Es ist einfach schön und man kann es im Büro jeden Tag benutzen. So, hier habe ich es nochmal in der anderen Farbe. In dunkelblau, weil man kann im Internet, also im Video schlecht die Farbe dunkelblau und schwarz unterscheiden. Deswegen habe ich es mal hier in dunkelblau genommen und hier könnt ihr es dann auch nochmal zusammen sehen. Einfach edel, klassisch, schön. Ihr könnt es aufpeppen mit einer schönen Perlenkette, ihr könnt es aufpeppen mit einem schönen Tuch und könnt auch alle möglichen schönen Ketten dazu tragen. Das ist, finde ich, auch mal ein sehr schönes Outfit, wo man mal seinen schönen Schmuck zeigen kann oder eben seinen schönen Modeschmuck. Dann auch ganz neu im Basissortiment ist unser Pullover aus, jetzt muss ich mal das Material gucken, weil der fühlt sich so wunderbar an, aus Viskose. Der hat jetzt so ein bisschen U-Boot-Ausschnitt, ist gerade geschnitten für alle die Frauen, die auch ein bisschen Bauch haben, ist der sehr, sehr schön, weil der ist nicht Wurst im Pelle, er fällt auch nicht klein aus. Alle Artikel könnt ihr natürlich in unserem Shop www.shopschöneheldin.de bestellen. Sie sind jetzt online. Katharina hat keine Mühe gescheut und Zeit aufgewendet, um alle Teile für euch schon in den Online-Shop zu machen. Die Größe ist ganz normal hier jetzt zum Beispiel eine 36 und ihr seht, das ist auch eine gute 36 bzw. eine schöne gerad geschnittene Form mit einer kleinen Tasche hier vorne. Also zu allen Basic-Hosen, Lederhosen, Jeanshosen oder Anzugshosen auch mal ein schöner Pullover. Auch den gibt es in schwarz und dunkelblau und dann gibt es noch eine neue T-Shirt-Form in unserem Essential-Programm. Zurück, Marsch, Marsch. Das gibt es auch in dunkelblau und in schwarz, weil die Frauen mögen ja gerne unsere Basic-Shirts mit dem Dreiviertel-Ärmelchen da dran und dann auch mal mit dem V-Ausschnitt. V-Ausschnitt ist besonders gut geeignet natürlich für die Frau, die auch nicht so groß ist, die ein schönes Dekolleté hat, weil V-Ausschnitt streckt natürlich immer ein bisschen und macht immer ein bisschen größer, als wie zum Beispiel der Halsausschnitt, wenn er rund ist. Ja. So, ihr Lieben, das waren jetzt unsere Grund-Basic-Sachen. Ich hoffe, das hat euch auch mal gefallen. Und es ist mal was anderes gewesen und es ist das, wo ich sage, okay, da gehören auch die 12 Teile hin, die man viel, viel, viel kombinieren kann. Halt eben, da gehören immer auch solche Basics rein, weil damit bist du immer angezogen, egal wohin du gehst. Ja, und alle Teile gibt es natürlich in unserem Shop www.schöneheldin.de. Und nochmal Dankeschön, unser Webinar war so erfolgreich. Wir haben über 100 Anmeldungen gehabt und ich glaube 98 davon oder 97 haben auch das Webinar geschaut. Das war natürlich den Workshop geschaut, das war natürlich ein ganz toller, besonderer Abend auch für uns. Und deswegen gab es natürlich auch letzte Woche keinen Fashion Talk. Aber jetzt sind wir natürlich wieder da und jetzt müssen die Kunden natürlich auch betreut werden. Also ihr Lieben, macht's gut, bis die Tage, bis zur nächsten Stilrunde. Und ich wünsche euch was, einen schönen Abend. Es ist heiß, aber wir haben eine ganz neue Klimaanlage und die ist mega, mega, mega. Macht's gut, ihr Lieben. Ihr Lieben, schaut weiter zu und wir freuen uns auf jede Menge YouTube-Abonnenten. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Ihr Lieben, ich grüße euch, eure Walburga vom Fashion Talk Samstagmorgen.